Okay, nächster Schritt ist, dass wir uns jetzt mal ein sogenanntes Real Business Cycle Modell ganz im Detail angucken. Warum Real Business Cycle Modell? Weil Real Business Cycle Modelle eben sozusagen ein Kernelement von modernen DSG-Modellen sind. Als Einordnung, DSG-Modelle gehen auf Real Business Cycle Modelle zurück. Zum einen dogmengeschichtlich, sie sind sozusagen eine explizite Antwort auf die Schwächen von den Real Business Cycle Modellen, und gleichzeitig aber auch praktisch, denn DSGI-Modelle können durchaus als erweiterte oder flexibilisierte Variante von Real Business Cycle Modellen verstanden werden. Das heißt, wir finden die Struktur und teilweise auch die Formeln, die wir uns jetzt für das RPC-Modell angucken, auch genauso in modernen DSGI-Modellen wieder. Und deswegen hilft es einfach für das Verständnis von DSGI-Modell, so ein RBC-Modell verstanden zu haben. Und das ist auch tatsächlich so, wie man DSG-Modelle lernt. Man lernt erstmal RBC-Modelle und erweitert die dann hin zu DSG-Modellen. Es ist auch darüber hinaus noch interessant, sich mit den RBC-Modellen auseinanderzusetzen, weil ich denke, die können wirklich so als neoklassische Reinform der Makro verstanden werden. Also wo man Makroökonomik komplett mikrofundiert und komplett wirklich auf der neoklassischen Mikro in Reinform sozusagen aufbaut. Ja, also wenn man wirklich sagt, man nimmt jetzt das, was man in Mikro gelernt hat und baut daraus ein Makromodell, dann kommt man genau beim RPC-Modell raus. Und das ist natürlich auch auf der einen Seite vielleicht problematisch, aber halt eine große Stärke auch dieses neoklassischen Ansatzes, dass es halt so insgesamt so ein sehr schön zueinander passendes wissenschaftliches Modell sozusagen aufbaut. Das ist natürlich schon cool und es ist natürlich, macht einem selber Spaß, wenn man einfach merkt, okay, das, was man am Anfang irgendwie in der Mikro gelernt hat, kann man jetzt voll gut in der Makro anwenden. Was macht so ein RBC-Modell im Vergleich zum DSGI-Modell aus? Also zum einen ist in den Real Business Cycles Modellen eigentlich überall vollständiger Wettbewerb. Das impliziert halt, dass es da eigentlich keine Rolle oder keine Möglichkeit für wohlfahrtssteigernde Politikmaßnahmen gibt. Also Arbeitsmärkte, Faktormärkte etc., das ist alles vollständig kompetitiv und demzufolge auch effizient. Ist in der Regel kein Finanzmarkt drin, zumindest meistens auch kein Geld. Auch da gibt es jetzt durchaus mal die ein oder andere Erweiterung, aber es ist nicht repräsentativ dazu. Der Fokus bei RBC-Modellen ist ganz klar auf der realen Wirtschaft. Und der Fokus ist auch auf Dynamiken, die sich als Reaktion auf Technology-Schocks oder Produktivitätsschocks ergeben und nicht auf monetäre Schocks. Die spielen ja nämlich per Definition eben keine große Rolle. Das heißt, es sind halt Real Business Cycle Modelle, ne? Also Realwirtschaft steht hier im Vordergrund. Jetzt darf man aber nicht unterschätzen, wie mächtig diese Modelle sind. Also viele Elemente werden in DSGI-Modellen aufgeweicht. Aber sie werden aufgeweicht auf eine Art und Weise, dass man nie das Gefühl hat, jetzt was komplett Neues zu lernen. Alle sozusagen Ergänzungen, die in DSG-Modellen vorgenommen werden, fallen einem eigentlich nicht so schwer, wenn man diesen RBC-Kern mal verstanden hat. Und vor allem ist, sage ich mal, die Kernlogik, ja, das, was diese Modelle wirklich ausmacht, die ist gleich. Die Kernlogik ist nämlich die, dass diese ganzen Modelle auf intertemporaler Optimierung auf Haushalts- und Unternehmensseite aufbauen und auf dem allgemeinen Gleichgewicht. Das ist das, was sozusagen dieses ganze Forschungsprogramm, denke ich, in seinem Kern ausmacht, was die ganzen unterschiedlichen RBC und DSG-Modelle zusammenhält, dass sie eben im Kern Modelle intertemporaler Optimierung und allgemeinen Gleichgewichts sind. Und pädagogisch, wie gesagt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne, RBC-Modelle zu verstehen, ist halt ein notwendiger erster Schritt, DSGI-Modelle zu verstehen. Es macht schlicht einfach keinen Sinn, sich gleich ein DSGI-Modell anzugucken. Man muss da stepwise vorgehen. Und demzufolge starten wir jetzt hier eben auch so mit so einem RBC-Modell. Wir starten mit einem RBC-Modell ohne Start, also einem Haushalts- und einem Firmensektor. Wir haben jetzt hier ein Anführungszeichen einfaches Modell mit 8 Gleichungen und 8 endogenen Variablen. Gesamtproduktion, Konsum, Investitionen, Kapitalstock, Arbeiterschaft, Löhne, Kapitalrenten und Preisniveau. Preisniveau ist hier das gleiche wie der Preis des homogenen Gutes, der in dieser Modellökonomie produziert wird. Wir haben insgesamt ein Modell, was eben den Haushaltssektor abbildet und den Firmensektor abbildet. Im Haushaltssektor, den beschreiben wir durch drei Modellgleichungen, vier Firmensektor durch vier Modellgleichungen und dann kommt halt noch die Gleichgewichtsbedingungen hinzu, was uns insgesamt dann eben unsere 8 Gleichungen für die 8 endogenen Variablen eben gibt.
Und ich habe das jetzt hier nochmal schematisch aufgebaut, wie das Ganze aussieht. Wir haben auf der einen Seite, wir haben die Haushalte, wir haben die Firmen, wir haben hier einen Arbeitsmarkt, wo die Haushalte eben Arbeit anbieten und die Firmen Arbeit nachfragen. Wir haben einen Kapitalmarkt, wo die Haushalte Kapital bereitstellen und die Firmen Arbeit Kapital nachfragen. Das heißt, wir sehen hier auch nochmal die Rollen der beiden, ne? Also Haushalte als Bereitsteller der Produktionsfaktoren, Firmen als die, die dann aus den Produktionsfaktoren das homogene Endprodukt erstellen. Wir haben einen Gütermarkt und wir haben eben diese Gleichgewichtsbedingungen, dass der Gesamtkonsum plus die Gesamtinvestitionen gleich der Gesamtproduktion sind. Also das ist sozusagen das, was jetzt rauskommt, und wir werden uns jetzt Schritt für Schritt zunächst mal die Haushalte angucken, dann die Firmen angucken und dann das Gesamtgleichgewicht angucken. Und ja, das wird jetzt ein bisschen spaßiges Number Crunching. Also das ist jetzt halt quasi, sage ich mal, die neoklassische Variante, das Ganze anzugehen. Wir haben ein bisschen mehr Gleichungen als bisher, wir haben ein bisschen mehr rumgerechnet. Das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick mal abschreckend. Ich würde jetzt nicht den Anspruch haben, gleich beim ersten Mal gucken, alle Gleichungen komplett zu verstehen oder halt auch irgendwie jetzt alle Ableitungen komplett zu verstehen. Das ist, denke ich, nicht notwendig, das ist wahrscheinlich auch gar nicht nötig. Ich springe hier und da mal ein bisschen rüber. Ich habe wieder ein paar optionale Sachen zum Runterladen, wo ihr den einen oder anderen Schritt dann nochmal genau nachvollziehen könnt. Lasst euch bitte nicht zu sehr abschrecken von den vielen Formeln, die kommen. Versucht euch so in diese Gesamtlogik von dem Modell reinzudenken. Das ist, denke ich, das Wichtigste, was jetzt hier rüberkommen muss. Aber ich habe trotzdem einfach jetzt hier auch diesen Fokus auf die Struktur, auf die formale Struktur des Modells gelegt, damit wir einfach auch verstehen, wie jetzt so ein Modell gebaut ist und auf welche Art und Weise jetzt quasi auch Forschung in dem Bereich betrieben wird. Ja, genug der Vorrede, starten wir mal. Wir starten jetzt unmittelbar mit den Haushalten in unserem Modell. So, starten wir mit den Haushalten. Die Betrachtung von dem Haushaltssektor gibt uns insgesamt drei Modellgleichungen. Die Modellgleichungen beschreiben zum einen das Arbeitsangebot. Das ist dann die sogenannte Euler-Gleichung, die das intertemporale Nutzen oder die intertemporalen Konsum beschreibt, und die Investitionsdynamik. Ja, diese drei Gleichungen, die leiten wir uns hier vom Haushaltssektor ab. Und dabei stehen zwei Kernentscheidungen im Mittelpunkt. Zum einen mal die Unterscheidung oder die Entscheidung der Haushalte zwischen Arbeit und Freizeit, und zum anderen die Entscheidung zwischen Konsum heute und Konsum morgen. So, starten wir mal. Was haben wir hier eigentlich für Haushalte vor uns? Na, wir haben ein Kontinuum an Haushalten, J-Element 01. Ne? Also wir haben irgendwie ganz viele Haushalte, die sind alle die gleichen und die sind indexiert im Intervall 01. Und die haben alle die gleiche Nutzenfunktion, was insofern praktisch ist, dass wir sie durch einen repräsentativen Haushalt darstellen können. Diese Nutzenfunktion sieht folgendermaßen aus. Nutzen erfahren die Haushalte aus Konsum und aus Freizeit, beziehungsweise, strikt genommen, beziehen sie eigentlich Leid aus Arbeit. Also so ist es eigentlich, ne? Also Nutzen aus Freizeit, beziehungsweise Leid aus Arbeit. C und L bezeichnen hier Konsum und Arbeitszeit. Wir sehen eben hier, der Konsum geht positiv ein und die Arbeitszeit geht hier negativ in den Gesamtnutzen ein. Dann gibt es jetzt hier noch so ein paar andere komische Parameter. Also zum einen hier das Sigma. Das Sigma ist die relative Risikoaversion von Haushalten. Beschreibt, ob die Haushalte quasi risikoneutral, risikoliebend oder risikoavers sind. Das ist ein Konzept aus der Mikro, wo man Haushalte unterscheidet, wie sie quasi an bestimmten Gambles teilnehmen und halt den erwarteten Gewinn im Vergleich zum Risiko setzen. Wenn Sigma gleich 0 ist, dann ist der Haushalt komplett risikoneutral. Jetzt größer, kleiner 1 beschreibt eben, ob der Haushalt dann risikoliebend oder risikoavers ist. Und das macht natürlich einen Unterschied für die Entscheidung des Haushalts von Konsum heute und Konsum morgen. Das Interessante an dieser Nutzenfunktion, die wir hier vor uns haben, ist, dass Sigma eben konstant ist. Das ist nicht notwendigerweise so. Es gibt auch Nutzenfunktionen, wo das nicht der Fall ist. Hier ist es bekannt, ist es so. Das heißt, wir haben hier Constant Relative Risk Attitude, die sogenannten KRA-Präferenzen. Das
Andere Sigma hier ist die Inverse der sogenannten Frischelastizität. Und die beschreibt quasi, wie stark ein Individuum sein Arbeitsangebot als Reaktion in dem Lohn verändert. Ja? Also wenn wir da eine sehr hohe Elastizität haben, dann bedeutet das, dass bei einer kleinen Änderung des Lohns eine große Änderung des Arbeitsangebots von Haushalten folgt. Ja, und das sind Parameter, die werden in der Regel geschätzt und in das Modell reingepackt. Ansonsten gilt, dass man so die Standard-mikroökonomischen Annahmen an diese Nutzenfunktion setzt. Was sind diese Standardannahmen? Wir haben hier die erste Ableitung der Nutzenfunktion in Bezug auf Konsum ist positiv. Ja? Das heißt, es ist eine steigende Nutzenfunktion mit mehr Konsum höherem Wert. Wir haben die zweite Ableitung ist negativ, das heißt, wir haben abnehmende Grenzerträge und das Ganze haben wir hier korrespondierend auch für das andere Element der Nutzenfunktion komplett äquivalent. Das heißt, wir haben stetige Nutzenfunktionen, aber mit abnehmenden Grenzerträgen bzw. Grenzprodukten. Zweite wichtige Element der Haushaltsentscheidung neben der Nutzenfunktion ist die Budgetbeschränkung. Haushalte haben die Aufgabe, in den Modellen, den Firmen Produktionsfaktoren, insbesondere Arbeit und Kapital, bereitzustellen. Und da es in den Modellen noch per Definition eben so ist, dass die Firmen den Haushalten gehören, haben die Haushalte eigentlich drei verschiedene Arten von Einkommen. Zum einen mal die Löhne, das, was sie als Lohn für den Verkauf ihrer Arbeit bekommen, Profite, quasi das, was sie dafür bekommen, dass die Unternehmen den Individuen gehören. Ja, das heißt, sie bekommen über Dividenden sozusagen, wenn sie an Profiten der Firmen beteiligt, und sie bekommen Zinsen dafür, dass sie den Firmen Kapital zur Verfügung stellen. Das sozusagen auf der Einkommensseite, Ausgabenseite. Es gibt zwei Arten von Ausgaben: Ausgaben für Konsum, Ausgaben für Investment. Ne? Also die Haushalte kaufen Konsum- und Investmentgüter und geben eben auf die Art und Weise das Geld ein, was sie über die drei Einkommensseiten eingenommen haben. Aus dem Investment ergibt sich der Kapitalstock der Gesamtökonomie. Das ist insofern ganz angenehm, dass wir da nicht wirklich was Neues haben. Wir haben hier der Kapitalstock von Firma J zum Zeitpunkt T plus 1 ist 1 minus Delta mal der aktuelle Kapitalstock. Plus die Investitionen. Dieser Teil hier ist ja einfach nur K minus Delta K. Warum? Das Delta ist wie in den Wachstumsmodellen, die wir schon kennengelernt haben, quasi die Abnutzung von Kapital und quasi das sozusagen der Kapitalstock in T plus 1 ist der aktuelle Kapitalstock. Minus das von dem Kapital, was kaputt geht, plus eben der Teil von Kapital, der durch das Investment neu dazukommt. Ja, und dieser Zusammenhang hier, der ist gleichzeitig unsere erste Modellgleichung, die sich aus Betrachtung des Haushaltssektors ergibt. Gut, könnte man jetzt auch sagen, ist eigentlich mehr Firmensektor, aber conventionally, weil Investitionen durch Haushalte getätigt werden, wird es damit betrachtet. Deswegen auch so ein bisschen diese Fuzzy-Notation, ne, dass das J hier auch für die Firmen gilt. Das sehen wir dann später nochmal. Hat aber keine große Implikation. Ne? Wichtig ist die Logik, die Haushalte investieren. Dadurch erhöht sich der Kapitalstock der Ökonomie und der geht halt ein bisschen kaputt durch diesen Parameter Delta. Aus diesen Ausgaben quasi für Investitionen hat es natürlich Implikationen für die Budgetbeschränkung von den Haushalten. Die ergibt sich nämlich aus den drei Arten von Einkommen und Ausgaben. Ne? Also die schauen wir uns mal folgenderweise an. Wir haben hier PT als der Preis des homogenen Gutes, C Konsum, I Investment, K Kapitalstock, W Lohnniveau. Profitrate und Groß Pi die Gewinne der Firma. Das heißt, wir haben hier quasi die Ausgaben für Konsum, wir haben hier die Ausgaben für Investment und diese Gesamtausgaben, die müssen genauso groß sein wie die Einnahmen. Die Einnahmen gehen hier über die Löhne, über die Zinsen und
was habe ich jetzt noch für eine Farbe? Und über die Profite. Ja? Und da die Haushalte natürlich Nutzen maximieren, müssen die Eingaben gleich den Ausgaben sein, sonst würde man ja was verschwenden. Sprich, das ist die Nutzenfunktion gemeinsam hier mit dieser Budgetbeschränkung ist dann sozusagen die Grundlage für das Optimierungsproblem der Haushalte. Und was wir jetzt machen, wir kombinieren die Nutzenfunktion, die Budgetbeschränkung im Optimierungsproblem der Haushalte. So, Achtung, sieht jetzt fancy aus, erinnert uns aber sehr, sehr stark an das, was wir in der Vorlesung zur klassischen Wachstumstheorie gesehen haben, zur intertemporalen Entscheidung der Kapitalistinnen zum Sparen. Ja, das Prinzip ist absolut das gleiche. Was wir hier eigentlich sehen ist, was maximiert wird, wird der Erwartungswert der Nutzenfunktion oder der Erwartungsnutzen. Was sind wichtige Aspekte? Das eine wichtige hier ist der Beta, das ist dieser Discount-Faktor, ja, also der uns angibt, wie wichtig den Agenten sozusagen die Zukunft ist. Ansonsten, was steckt hier drin? Das wird maximiert vom Zeitpunkt 0 bis unendlich in die Zukunft. Und was wird genau maximiert? Maximiert wird dieser Ausdruck. Und das ist eigentlich unsere Nutzenfunktion, die wir vorher kennengelernt haben. Das heißt, das hier ist die Nutzenfunktion. Und dann haben wir hier jetzt noch die Budgetbeschränkung. Die Budgetbeschränkung ist einfach das, was hier unten drin steht. Das heißt, wir maximieren einfach den Nutzen unter der Randbedingung, dass die Budgetbedingung eingehalten wird. Wie lösen wir das? Händisch natürlich mit der Lagrange-Methode, genauso wie wir das vorher auch gemacht haben. Da gehe ich jetzt nicht Schritt für Schritt durch. Faule Menschen geben es einfach irgendwie in R-Python oder Mathematica ein. Menschen, denen es Spaß macht, die rechnen es per Hand aus. Auf jeden Fall kommt man dann am Ende bei diesem funktionalen Zusammenhang heraus. Ja? Und das ist eben auch unsere zweite Modellgleichung. Ne? Das ist die Gleichung, die den Trade-off zwischen Konsum und Freizeit widerspiegelt. Denn was diesem Nutzen-Maximierungsproblem hier zugrunde liegt, ist ja die Entscheidung des Haushalts, wie viel er konsumiert und wie viel er arbeitet. Also wie er quasi Ausgaben und Einnahmen ausbalanciert, um daraus den größtmöglichen Nutzen zu bekommen. Damit haben wir übrigens auch gleich dieses erste zentrale Problem der Haushalte adressiert, nämlich die Entscheidung zwischen Freizeit und Konsum. Und wir können uns damit jetzt sozusagen direkt mit dem zweiten Problem beschäftigen, nämlich der Entscheidung zwischen Konsum heute und Konsum morgen. Und das machen wir, indem wir, wie gesagt, wir haben ja hier die Lagrange-Methode und ein Teil der Lagrange-Methode sind ja die sogenannten First-Order-Conditions. First-Order-Conditions bekommen wir, indem wir den Ausdruck hier oben nach allen relevanten Parametern ableiten. Wie machen wir da? Das werde ich jetzt hier auch nicht im Detail machen. Ja, das könnt ihr euch von mir aus konkret angucken in den Unterlagen oder in dem Lehrbuch. Es geht einfach darum, quasi diesen Ausdruck hier oben abzuleiten. Und bei dem Lagrange-Verfahren haben wir dann noch diese einzelnen Lagrange-Parameter. Die ganzen Formeln nimmt man, die schmeißt man zusammen und die setzt man dann ineinander ein. Und was man dann am Ende bei rauskommt, ist folgende Formel hier. Und das ist die sogenannte Euler-Gleichung. Und das ist auch sozusagen die dritte Modellgleichung in unserem RBC-Modell. Diese Euler-Gleichung inkorporiert den Trade-off zwischen heutigem und zukünftigem Konsum. Wo steckt das Ganze hier, wo steckt das hier drin? Wir haben hier dieses RT plus 1 als Belohnung dafür, dass wir Dinge jetzt heute nicht konsumieren, sondern dass wir die Sachen investieren. Weil dafür bekommen wir ja dann quasi eine Rente gezahlt. Aber es gibt da auch potenzielle Kosten, nämlich das Preisniveau. Ja? Wenn das Preisniveau steigt, dann werden wir natürlich dafür, dass wir jetzt nicht heute konsumieren, sondern morgen konsumieren, werden wir dafür bestraft, weil wir ja dann für den Konsum morgen mehr ausgeben müssen als heute. Wir finden das hier in der Gleichung hier. Oben quasi die Rente in der Zukunft, je höher dieser Ausdruck ist, desto höher ist die Belohnung, quasi eher in der Zukunft zu konsumieren. Wir sehen ja hier auf der Seite, haben wir das Verhältnis von Konsum morgen zu Konsum heute. Und je größer dieser Ausdruck ist, desto größer ist natürlich quasi der Konsum morgen. Und es korrespondiert auf der Seite hier eben zu einem größeren Wert hier,
wenn die Belohnung oder der Erwartung der Belohnung durch höhere Zinsen morgen höher ist, dann wird auch mehr morgen im Vergleich zu heute konsumiert. Genau umgedreht letztendlich hier, wenn wir erwarten, dass das Preisniveau morgen deutlich höher ist als heute, werden wir eher heute konsumieren und nicht morgen. Das heißt, dann wird quasi dieser Ausdruck hier insgesamt kleiner und es wird im Verhältnis mehr heute konsumiert. Generell hier das Beta als Discount-Faktor gilt als Wertschöpfung von zukünftigem Konsum. Das heißt, wenn das Beta größer ist, wird auch einfach mehr in der Zukunft konsumiert. Ja. Das ist so ein bisschen die Logik, die dieser Gleichung dahinter steht. Und das Schöne ist natürlich, dass die total Sinn macht und rauskommt aus dem Optimierungsproblem der Individuen. Also sieht man halt sozusagen ganz schön diese interne Konsistenz dieses ganzen Rational Expectations Programm. Insgesamt führt das also dazu, dass wir zwei intertemporale Entscheidungsprobleme der Haushalte haben. Der Haushalte haben einmal quasi die Unterscheidung zwischen Konsum und Freizeit. Das hat uns die Arbeitsangebotsgleichung jetzt von der Slide davor gegeben. Und zwischen heutigen und zukünftigen Konsum, das ist die Euler-Gleichung. Das ist eben die Gleichung, die wir da oben sehen. Insgesamt gemeinsam mit der Investitionsgleichung haben wir drei Modellgleichungen aus dem Haushaltssektor rausgezogen. Wir brauchen insgesamt 8, das heißt, wir gehen jetzt weiter in den Firmensektor und werden uns da durch ähnliches Number Crunching auch nochmal 4 Gleichungen rausziehen.